Im Kulturhaus und Kongresszentrum Bruck an der Mur ging zum ersten Mal die gemeinsame Sportlerehrung von Bruck und Obereich in Szene. Regierungskommissar Hans Strassecker verlieh bereits zu Beginn in seiner Ansprache seiner Freude Ausdruck, dass auch die Brucker Sportfamilie in kurzer Zeit zusammengewachsen sei. Wir freuen uns wirklich sehr, dass unsere Sportvereinsfamilie mit der neuen Stadt auch gewachsen ist, von 52 auf Nummer 60 Sportvereine. Es sind 8 neue Oberreicher Vereine dazugekommen und wir bieten hier wirklich eine große Bandbreite von sportlicher Betätigung über die Vereine an. Und ich denke mir, was wäre eine Stadt ohne dieses tolle Angebot in Richtung Jugendarbeit und so weiter. Und sich sportlich zu betätigen, gehört zu einer Wohlfühlstadt wohl dazu. Und da gebührt es sich, die herausragenden Leistungen, die jedes Jahr geboten werden, von Sportlerinnen und Sportlern aus unseren Vereinen, aus unserer Stadt entsprechend gebührend auch zu ehren. Und wir ehren natürlich auch Vereinsfunktionäre und Vereinfunktionäre, weil ohne diese Funktionärstätigkeit, die alle ehrenamtlich ausüben, wäre natürlich ein Vereinsleben auch nicht möglich. Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, es waren ja auch vorigen Jahr bei der Sportlehrung schon sehr, sehr viele Oberreicher, die einfach in Bruck und bei den Vereinen Sport betreiben. Es gibt eigentlich mit Sport keine Grenze, keine Gemeindegrenze. Und jetzt gibt es ja sowieso noch keine Gemeindegrenzen mehr. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Leute, die extrem Sport betreiben, die aber auch zeigen der Jugend, dass man Sport betreiben soll, dass man die ehrt. Und ich glaube, heute ist so ein Tag. Unter den Geehrten fanden sich viele junge Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedensten Bereichen. Auch Extremsportler Andreas Rambrobin freute sich über die Würdigung der Stadt Bruck an der Mur. Es zeichnet sich immer wieder aus, wenn man konstant immer schön sein Training weiterverfolgt und das ist, dass man immer gute Leistungen abrufen kann. Ein wichtiger Teil ist ja jetzt auch, du bist ja nicht nur Sportler, sondern auch Familienvater. Lässt sich das gut vereinbaren, Familie und Sport? Vereinbaren schwer, sage ich mal. Es gibt jetzt in näherer Zukunft gibt's eine gute Lösung mit der Firma Bankl, wo ich jetzt eingegangen bin. Und ich hoffe, dass ich dann familiär auch ein bisschen mehr wieder bei meiner Familie eben sein kann. Die Sportler erhielten aus den Händen von Regierungskommissar Hans Strassecker, Beirat Gerhard Weber und Sportreferent Christian Mayer Ehrenurkunden der Stadt Bruck, ein Sportabzeichen sowie als Präsent ein Bruckhandtuch. Bruck ist eine Sportstadt, mittlerweile mit 60 Sportvereinen. Da brauchen wir uns in der Region überhaupt nicht verstecken. Und wenn man so einen Blick in den Saal wirft, man sieht ganz einfach, wir haben sehr viele junge Sportler, sehr viele arrivierte Sportler, was einerseits zeigt, dass wir hervorragende Nachwuchsarbeit in unseren Vereinen haben, aber dass man in Bruck auch Sport bis ins hohe Alter ausüben kann. Und auf das sind wir zu Recht in Bruck an der Mur sehr, sehr stolz. Für ihre langjährigen Verdienste um den Sport in der Kornmesserstadt wurde Stocksportler Johann Hösel Senior mit dem Sport-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet. Peter Rieser vom ESV Olympia Utsch Obereich und Wolfgang Günther vom UVC Bruck erhielten die Sport-Ehrenzeichen in Silber. Für seine mehr als 56-jährige Tätigkeit für den österreichischen Alpenverein wurde Horst Dauer mit dem Sport-Ehrenzeichen in Gold gewürdigt. Unter den vielen Ehrengästen fanden sich zur Gala auch Nationalratsabgeordneter Erwin Spindelberger, Landtagsabgeordnete Waltraud Bachmeier-Geltewer, ASKÖ Steiermark Vizepräsident Peter Butzgruber und ASKÖ Ortsobmann Helmut Feier sowie zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte außer Dienst ein. Für die Showeinlage sorgte in diesem Jahr eine Rockformation 88, Akrobatikrock vom Feinsten. Mit der Landeshymne ging diese heurige Sportlerehrung zu Ende und die Stadt Bruck an der Mur kann stolz auf ihre Sportler sein.